Hallo meine Freunde, es geht weiter mit der nächsten Aufnahmesession Fable. Und so beginnt die Wir Geschichte. geben weiterhin alles, wir versuchen weiter zu spielen, weiter zu kommen. Kleinen Moment, ich muss mal kurz die Lautstärke noch anpassen. So wird das was. Jawohl, wir machen weiter. Und zwar mit der Story, ihr wisst es. Hier habe ich ja gerade als... Das Special ist ja jetzt gelaufen. Folge 29,5 habe ich sie einfach mal spaßenshalber genannt. Das war so eine kleine Zwischenfolge. Ich habe einfach mal ein bisschen Geld gescheffelt für uns, um uns ein paar neue Waffen zu kaufen. Und diese Waffen werden wir jetzt weiterhin versuchen zu bekommen. Wollte ich das letzte Mal schon kaufen, habe sie aber nicht bekommen. Hier unsere bösartige Frau, Dame. Ich habe schon mal zwei Verbesserungen gekauft. Eine Ghoul-Verbesserung und eine... was war das? Verfluchte Dingsbums. Wir könnten jetzt den Meisterhammer kaufen, darauf habe ich aber allerdings keine Lust. Wir haben uns ja das schöne Metzgerbeil ausgesucht. Und das wollen wir eigentlich haben, das Meistersteinschlossgewehr. So, lasst mal schauen, wir werden jetzt einfach mal 7 Tage schlafen. Also eine ganze Woche, um einfach mal um zu versuchen, die Waffen zu bekommen, die wir wollen. Ja. Das wollen wir tun. Und des Weiteren habe ich, damit wir diesen Hammertisten endlich loswerden, mal eine etwas schnellgängigere Waffe kaufen können. Einfach mal. Au! Hier zweimal dasselbe Bild. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Jetzt sind ja 7 Tage vergangen. Wir schauen einfach mal, was der Schmied zu bieten hat. Ich diene euch in jeder Hinsicht. In jeder. Ein Meister-Langschwert. Nö, das wollen wir nicht kaufen. Eine leichte Meister-Armbrust. Wir wollen ja diesen. Dieses Meister-Steinschlossgewehr kaufen. Ein weiteres großes Problem ist, dass man in Rookridge, in Westcliff nicht schlafen kann. Sonst hätten wir das Meisterbeil schon lange, denke ich. Wir werden wieder 7 Tage ausruhen, um einfach es vielleicht zu schaffen, dass wir das... Wir haben zu lange Zeit gebraucht, um an einen Questort zu kommen. Okay. Neue Arbeit verfügbar. Ich merke gerade, wie sich bei mir leichte Kopfschmerzen einschleichen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir versuchen weiterhin die Waffen zu bekommen und endlich mal den Hexenkessel unsicher machen zu können. Waffen kaufen. Immer willkommen. Das Meisterlangschwert. Leichte Meisterarmbrust. Mist. Ich möchte ja wirklich hier. Die nicht. Wir werden noch mal 7 Tage schlafen. Ganz ehrlich, das ärgert mich ein bisschen, dass man die Waffen hier nicht einfach kaufen kann. Wir schauen mal kurz. Haben 94.000? Warum das? Was gibt's Neues? 94.000? Warum haben wir eigentlich gerade die 40.000 bekommen? Ach so, ich hatte ja mal meine Xbox mal zwischendurch am Internet. So, und ja, wahrscheinlich hat das dann das errechnet. In schneller. So, wir könnten jetzt theoretischerweise Gebäude kaufen, die sogar ein bisschen mehr wert sind. Aber erstmal wollten wir uns mit Waffen eindecken. Und werden Waffen kaufen. Jetzt hat er schon 18 Waffen. Immer noch das Meisterlangschwert, Meisterhammer. Das wollen wir haben, bloß mit 2 Verbesserungen. Das kann nicht wahr sein, ganz ehrlich. Stundenlang, aber wirklich. Versuchen wir dieses verflixte Gewehr zu bekommen. Ich bin hochgespannt, ob das was wird. Wir könnten uns sogar die
das Kuh und Korsett kaufen, um Einkünfte zu generieren. Könnten wir machen, aber ganz ehrlich, keine Lust. Denn wie gesagt, Waffen. Wir wollen bessere Waffen kaufen. Und dafür werde ich mich wieder 7 Tage ausruhen, aber nicht mehr lange, weil das nervt mich ein bisschen an. Ich wollen ja echt ein bisschen vorwärts kommen. So, jetzt springen wir einfach mal ganz salopp hier runter auf die Bar und so weiter. Jawohl. Lasst mal schauen. Wir sind ja jetzt übrigens auch Holzfällermeister Stufe 4. Das ist viel. 19 Waffen. Hoffentlich ist die jetzt mal dabei. Leichte Eichenarmbrust. Meistersteinschlossgewehr. Das wollte ich haben. Und das werden wir jetzt kaufen. Rüsten es aus und weiter geht's. Werden allerdings auch unsere Stahldonnerbüchse verkaufen, denn die hat zwar schon gut Wumms gemacht, aber für mich hat das nicht gereicht. Muss ich zugeben. Wir haben jetzt eine neue Fernwaffe. Eine bessere Steinschlosspistole gibt es, glaube ich, nicht. Werden den Steinschleifer mal ein bisschen auf die Nerven gehen. Ihr seid hier immer willkommen. Brandrodung, Flammenverbesserung, goldene Last, Killerwatt. Goldenes Händchen. Das goldene Händchen werden wir kaufen, denn da bekommen wir. Ich empfehle euch dies hier. Gold für jedes zur Strecke gebrachtes Opfer. Kommt wieder. Glücksbringer. Ihr teilt mehr Schaden aus und steckt weniger Schaden ein. Verfluchter Krieger. Erfahrung als gewöhnlich. Eure Hingabe verzehrt euch jeden doch. Und lässt eure Gesundheit nach und nach gefährlich weit absinken. Killerwatt. Ich denke mal, ich werde einfach hier noch den Elektroschaden mit reinhauen. Glücksbringer. Teilt mehr Schaden. Das ist eigentlich gut für eine Fernwaffe. Das werden wir auch kaufen. Werden kurz mal die Gegenstände verwenden. Verbesserung. Die Glücksbringer-Verbesserung in die Fernkampfwaffe. Und die. Das. Wir versuchen einfach mal noch ein zweites goldenes Händchen zu weil da die zieht uns, macht uns nicht schwächer. Goldenes Händchen wäre besser als goldene Last, ja. Wenn man hört, Last. Das ist schon nochmal was anderes. Hört sich ja schon von vornherein negativ an. Ich denke, die ganze Zeit hier kommt jemand rein. Ich höre ja immer irgendwelche Nebengeräusche. Wir werden jetzt nochmal nach Verbesserungen suchen gehen. Psst, nicht so laut. Ist die schreien? Jawohl, wir gehen wieder hinter zu unserem Kumpel, den Steinschleifer, und werden mal schauen, was wir alles holen können. Ich diene euch in jeder Hinsicht. In jeder. Glücksbringer-Verbesserung. Ihr solltet das hier kaufen. Verbesserungen. Wie man sieht, jeder Waffentreffer erzielt euren Gegner Gesundheit und wird euch hinzugefügt. Wir werden mal schnell nach Westcliff reisen und mal schauen, ob es da wieder neue Karten gibt. Neue Waffen gibt. Westcliff. Okay. Westcliff Lager. Wir haben jetzt eine neue Waffe, eine, die richtig zwirbelt. Und wir hören wieder die typische Fable-Musik, die eigentlich sehr, sehr stimmungsvoll ist. Jawohl, wir schauen einfach mal, was hier los ist.
Wir versuchen einfach mal. Hier ist der Waffenladen. Das Problem ist, hier ist kein Waffenhändler. Hat der ein Katana auf dem Rücken? Moin, Brille. Viele wären gern so verdorben und bösartig wie ihr. Lasst uns das ganz Thema ehrlich, das nervt mich gerade ein bisschen an, dass die Leute nie da sind, wo man sie braucht. Ich bin weg. Ich glaub, und demzufolge werden wir noch einmal nach Bowerstone reisen, dort nochmal schlafen. Ich werde einen Attentat. Entschuldigung. Da nochmal schlafen und versuchen, das Meisterbeil zu bekommen, was wirklich eine super Waffe ist. Und die werden wir dann auch bis zum Ende des Games durchspielen. Neue Arbeit verfügbar. Oakfield Windmühle. Holzfällerin. Ja, wir sind ja schon ganz schön gut dabei. Als Holzfäller. Die Läden sind jetzt geöffnet. Super. Haltet eure Geldbeutel bereit. Da kann ich ja mal kurz die Arbeit zeigen, die man hier machen kann im Wirtshaus. Die habe ich euch noch nicht gezeigt. Wenn ich bleibe, bin ich bald pleite. Da muss man nämlich immer perfekt so füllen, eingeschenkt, dass es grün ist. Und eigentlich auch eine sinnlose Arbeit. Ein großartig eingeschenkter Shoppen. Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie so richtig bis zum der Schaum ist perfekt. Ende auch gelevelt, weil wie man sieht, bekommt man drei Gold für einen gefüllten Humpen. Und da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist so mit die unlukrativste Arbeit, die es bei Fable gibt. Das Bierzapfen. So, wir müssen mal schauen, ob unser Bro schon da ist. Ja, der Steinschleifer ist schon da. Und er hat 9 Verbesserungen. Cool, Verbesserung. Stein, bohrende Pein. Kenne ich gar nicht. Richtet erheblich größeren Schaden an als gewöhnlich. Aber eure Gesundheit sinkt dafür gefährlich weit ab. Uiuiui. Verfluchter Krieger. Eure effiziente Sorge. Achso, okay. Kilowatt, knorrige Verstärkung, Brandrodung. So, Panikverbesserung. Wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir hauen in die... Wir hauen jetzt einfach die Verbesserungen da rein und gut ist. Ja. Wir haben ja jetzt die mehr Durchschlag, mehr... Ja, wir werden jetzt einfach mal die goldene Lastverbesserung in die Fernkampfwaffe reinbauen, ins Meistersteinschlossgewehr. Und werden jetzt nochmal schön nach Westcliff reisen und dort endlich den Gebiete hier unten den nochmal schauen, ob wir endlich die Waffe kaufen können, die ich möchte. Uiuiui, mir fallen ja gleich die Ohren ab hier. Ganz schön laut. Und dann, ja. Und dann einfach den Hexenkessel zu machen, den man hier sieht, hier oben. Der weg. Mann. Hier ist der Waffenhändler. Einmal haben wir den Waffenhändler gefunden. Stahlstein, Schlosspistole, Meisterarmbrust und das Meisterkatana. Also so richtig super ist es jetzt nicht. Meisterrepetierarmbrust, Meistersäbel. Ja, hier, eisernes Beil. Super. Ja.
Der Hund hat gebellt. Wo ist der Hund? Naja, egal. Ich werde jetzt einfach mal